Hallo und herzlich willkommen zur letzten Darkride Challenge auf unserem Kanal. Ja, es ist tatsächlich der fünfte und letzte Darkride, den wir jetzt hier haben in dieser Reihe. Und ich bin so froh, dass die Jungs dabei sind und mit mir das hier zusammen uns anschauen können. Und ja, sag doch mal gern Hallo. Oh, wir sind Hallo. Auch so froh, dabei zu sein. Ja. Freu mich. Ja, ist auch wirklich toll. Ich freue mich auch schon. Ja, von Random Planko haben wir jetzt hier den Dark Ride. Underground heißt, glaube ich, dieser kleine Theme Park. Random Theme Park heißt der hier. Und das Thema ist Bergbau. Muss großartig werden, ne? Ja, genau. Ich habe noch nichts von dem gesehen, was schlecht aussieht. Nee, ich bin auch sehr gespannt, aber die Story dazu ist natürlich sehr lustig, aber das Interview könnt ihr gerne nochmal nachschauen nach diesem Video. Aber eins vorab, das Ganze ist in einer Woche quasi passiert, was wir jetzt hier sehen. Weil der liebe Random Planko hat so ein bisschen verpeilt gehabt, dass er noch hier seine Dark Ride Challenge abgeben sollte. Aber ja, im Großen und Ganzen hat er trotzdem noch was Schönes hier hingezaubert. Hier hinten ist natürlich, ja, ist ein bisschen offen hier noch, so ein bisschen. Und ja, aber aber das Ganze hat ja auch ein bisschen Hintergrundgeschichte, warum das hier so ein bisschen offen ist und so. Dann erzähl die doch mal. Ja, aber das gibt's doch im Interview. Das müssen die sich angucken. Nein, erzähl ich nicht. Ich dachte mal, okay. Ich dachte mal, wieder so eine Geschichte zum Erzählen hier. Nee, also das ist ein Teil von seinem Park, den er jetzt noch kurz vor Planko 2 veröffentlichen will. Und ja, deswegen ist das hier so ein bisschen offen. Ne? Ah, okay. Deswegen ist das so ein bisschen offen, weil das da dran anschließt. Und aber das haben wir so nicht gesehen. Und ja, es ist ein Shoot-Ride hier eingebaut worden. Mhm. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie das läuft. Ich schaue nur gerade mal kurz noch schnell. Alles auf Ultra, wunderbar, perfekt. Dann wird das ja jetzt besser. Ultra schön. Besser wird's nicht. Und ich würde sagen... Cool. Nö, ich würde sagen, wir starten das Ganze, oder? Ja, gerne. Also, willkommen. Ich bin schon sehr gespannt. Alle Sprachen. Ja. Weiß natürlich jetzt nicht, ob der hier hinter den Türen irgendwas versteckt hat. Ich habe ihn jetzt auch tatsächlich vergessen zu fragen. Oh. Ich denke mal, hinter allen offenen Türen, ne? Okay. Ich habe ihn jetzt auch vergessen zu fragen, tatsächlich. Ob ich auf irgendwas achten muss. Hey, ich bin doch gerade eben da durch. Ah, okay. Ja, knappe Sache. Ja, es ist nach einer Woche Bauzeit, ist das natürlich alles. Ist schon cool, dass es überhaupt Innenräume gibt. Ja. Ist cool, ja. Ist halt alles so ein bisschen dunkel, ne? Ja, ist halt. Hier fehlt so ein bisschen Licht. So. Ja, aber es fehlt hier so ein bisschen Licht, meine ich. Ach, das ist alles so. Atmosphäre. Genau, denke ich auch. So, und diese Mine heißt Van Rydenberg Mining Inc. Ringberg Mining Inc. Also, ja. Wieder was mit Bergbau. Bergbau, genau. Oder? Ja, genau, Bergbau. Hatten wir das schon mal? Im Westernbereich, oder? Wenn ich mich nicht erinnere. Ja, so ein bisschen, ne? Ja, aber das war ja mehr so Deadwood, das war, ne? Das war ja, Deadwood, so genau. Eine alte Stadt, die versunken war. Und da ging es ja mehr um Diamanten. Ich denke mal, hier ist tatsächlich so tagebaumäßig irgendwie eher. Also vom Stil her ist es auf jeden Fall was ganz anderes, klar. Ja. Würde ich jetzt auch sagen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das hier der Ausgang ist. Aber hier steht halt was, ne? Underground. Ja, da wo das Schild ist, ist wahrscheinlich der Eingang. Oh, streng geheimes Extrablatt. In der von... Ach krass! Okay, hier ist eine Geschichte. In der Van Rydenberg Mining Company verschwinden Arbeiter. Seit Monaten verschwinden Männer aus der Grube der Van
Rinberg Mining Company und keiner kehrt je zurück. Man spricht von den Knuckles-Kreaturen, okay? Die tief unten in den Schächten hausen. Sie sagen, diese Unwesen klopfen an die alten, verriegelten Türen der verlassenen Stollen. Am schlimmsten soll es in den Schächten 111 und bis 113 sein. Wer dorthin geschickt wurde, ist nicht mehr gesehen worden. Keiner, der noch unter uns weilt, hat die Knuckles je erblickt. Aber wir wissen alle, dass sie da sind. Ihr müsst von hier fliehen, bevor es euch trifft. Dreht um, solange ihr noch könnt. Aber ist hinter uns nicht so ein Viech gewesen? Sind das die Knuckles? Ja gut, das wissen wir nicht, ne? Das wissen wir nicht. Noch sind wir nicht zurück. Kann aber sein. Ganz schön. Das ist eine toller Durchgang hier. Tolle Q-Line. Ja. Ausrüstungsausgabe. Auch sehr hübsch. Auch schön hier auf verschiedenen Ebenen gebaut, ne? Umkleide. Ah, nein. Ich finde es cool, wie es eigentlich ein total simpler und leerer Steingang ist, aber trotzdem wirkt das alles richtig gut. Auf jeden Fall kann man hier irgendwie gucken. So. Ich hoffe nur, dass man nicht so viel sieht. Okay. So, wie war ein Shooting Ride? Stellt jetzt einen Highscore auf? Oh, eigentlich wollte ich jetzt nicht schießen. Okay, nee, das ist nicht richtig. Das ist richtig. Das sieht nach Station aus, ja. Ist ja auf Test gewesen, ne? Ja, dann fahren wir ja gleich. Fahren wir ja gleich weiter. Ja. Gut. Ich weiß gerade, warte mal, jetzt muss ich mal nochmal anders. Wir warten jetzt noch ein bisschen. Wegen den Auslösern. Ja, ich spiele nur ein bisschen rum. Ich verbrücke die Zeit. Überbrücke. Achso, ja, gut, klar. Überbrücke ich die Zeit. Für mich. So, okay. Wir, hier ist tatsächlich nicht als Shooting Ride. Starten. Ja, muss es ja auch nicht, ne? Jetzt ist hier. Das kann doch nicht wahr sein. Warum ist er denn jetzt in den dritten Waggon? Achso, weil ich es so gemacht habe. Ne? Okay, wir starten hier. Wir starten hier und los geht's. Underground. Sie arbeiten heute in Schacht Nummer 115. Okay. Alles klar. Okay, das ist alles. Sind ja voll vorbereitet. Gut, jetzt kann ich auch verstehen, ne? Das hätte jetzt alles mit Custom Media gemacht, ne? Ja, das wäre schon cool gewesen, ne? Richtig, was ist los hier unten? Oh, Schacht 115. Das ist richtig cool, ne? Mhm. Ist aber auch schon wieder ein komplett anderer Dark Ride, ne? Was wir bisher hatten. Ja, ja. Das ist so krass, ihr seid so verrückt, ey, ohne sich abzusprechen. Oh, das ist 113. Keep out. Knuckles. Ja, da möchte ich auch nicht rein. Hier. Das sieht so cool aus, ey. Alle sind so fleißig. Wir brauchen sie im Moment nicht. Wir haben allerdings den Kontakt zu Schacht 112 verloren. Gehen Sie dort nach dem rechten sehen. Oh Gott. Wir sollten doch nicht dabei. Da oben war schon so ein Vieh, ne? Ja, ja. Wir werden hier beobachtet. Komisch, hier sind viel weniger Leute unterwegs. Hallo? Ich hätte auf jeden Fall so ein paar Jumpscares hier reingemacht. Ich bin mal gespannt. Oh, weil ist das dunkel. Oh, nice. Schön gemacht. Ja. Boah, richtig cool. Ja.
Richtig. Ja, sehr gut. Voll gut. Geil. Hier ist aber nicht mehr so viel los. Ist ja auch Schacht 112. Wenn ich mich so umschaue hier, würde ich auch nicht hier rein wollen. Das sieht so gut aus. Oh, okay. Ah, okay, hier sind wir. Hier interagiert alles miteinander. Ja, ja. Licht aus. Ja, sehr gut. Schön, schön abgewartet mit der Zeit. Ach, schön. Ja. Wir haben auf jeden Fall einen verloren auf dem Weg. Ja. Der wurde nach hinten gezogen. Ach cool, das ist der Weg, der geklingert war. Mhm. Oh, die Mine wird gesprengt. Ob das ausreicht? Das wissen wir nicht. Ich habe hier unten komplett die Orientierung verloren. Ne? Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir sind. Ja, ich. Oh. Ah, okay. Okay, jetzt, wir kommen schon zur Station. Jetzt ja, habe okay. ich eine Vermutung. Ja, richtig stark, ey. Mir gefällt das richtig gut. Ja, richtig gut geworden. Ja. Ja. Und das in dieser kurzen Zeit, ey. Mein lieber Mann. In einer Woche. Unfassbar. Schon Wahnsinn. Also, das war echt cool gemacht. Ey, das hat mir echt sehr gut gefallen. So, jetzt nach diesem Cut, weil ich leider ein kleines Internetproblem hatte, ist die Verbindung komplett abgebrochen und mein PC hat sich auch gleichzeitig verabschiedet, aus welchen Gründen auch immer. Deswegen machen wir jetzt hier weiter und natürlich auch mit den Jungs, die sind auch dabei. Ja, immer noch. Ich bin auch noch dabei. Nicht abgehauen. Sind immer noch dabei. Nee. Ist jetzt ein anderer Tag tatsächlich, aber wir machen jetzt dort weiter, wo wir zuletzt aufgehört haben und deswegen würde ich sagen, wir schauen uns mal den Dark Ride von der Vogelperspektive quasi mal an und fahren einfach mal so mit, weil wir ja den Dark Ride an sich sind wir ja gefahren. Ja. Ja, dein Internet war sehr gnädig und ist noch genau nach dem Mitfahren ausgegangen. Können wir zumindest noch alles sehen. Ja, ja. Und das Interview war auch noch aufgenommen. Das war echt Holler die Waldfee. Also hat man echt Glück gehabt. Genau. Wir fliegen jetzt einfach hier mit dem mit. Und der Dark Ride war ja auch wieder bärenstark gemacht. Ne? Also. Man, es ist fast so, als wäre hier alles neu. So ein Tag Tausend dazwischen. Genau. Ich mag diese kleinen Szenen, die da überall drin gebaut sind. Ne? Das sind cool, ey. Das hilft richtig beim Geschichten erzählen. Ja. Und ich glaube, der Dark Ride ist auch gar nicht so groß gewesen, ne? Nein, überhaupt nicht. Das ist alles so verschlungen. Ja. Genau. Dass du trotzdem komplett die Orientierung verlierst da drin. Das ist echt cool gemacht, ey. Mit den Wänden auch, ne? Die Tempelteile wirken Wunder. Genau, das sind alles Tempelteile, ne? Ja, die baut er gerne. Aber ist auch echt cool. Guck mal, hier sind Spinnen. Oh. Gibt es also noch mehr Monster in dieser Höhle? Ja. Ich bin mal gleich gespannt, wie wir da im Dunkeln waren und so. Ich mache nachher mal auch Licht an. Ich bin sehr gespannt, wie es da drin aussieht. Ja, da wird ja wahrscheinlich nicht so viel passieren, ne? Ist ja darauf ausgelegt, dass es dunkel ist. Das ist so cool gemacht, ne? Ach, guck mal da oben. Das war schon sehr cool gebaut. Ja, den hab ich schon gesehen gehabt. Den hab ich auch gesehen, ja. Ah, okay. An den erinnere ich mich noch. Ich hab das nur in Erinnerung, dass es einer war und nicht zwei. Ja, einen hab ich auch gesehen, den zweiten noch nicht. Das Licht der muss neu sein. Ja, das Licht hab ich aus. Oh, die glitschen durch.
Aber das sieht man aber halt nicht während der Fahrt, ne? Nee. Nee. Schon clever, wenn man in einer Woche so ein Ding hier hochzieht, dass es dann einfach an manchen Stellen doppelt benutzt mit der Bahn. Ja. Muss sie weniger bauen. Das stimmt. Das war auch so klasse gemacht, ne? Aber während der Fahrt geht halt das Licht ein bisschen aus. Mhm. So, so stark. Eine schöne kleine Geisterbahn. Ja. Ja, ich fand die schon sehr atmosphärisch. Ist schon echt cool gemacht. Ja. War sie wirklich. Also, ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Ja, ja, übelst. Jetzt fahren wir quasi wieder zurück. Er findet mir die Orientierung, selbst wenn man nicht wirklich drin sitzt. Ja. Ja. Schon stark. Jetzt gehen wir hier diesen Weg lang. Lichteffekte schon waren, obwohl das ja, ja eigentlich, also es wurde jetzt alles mal überarbeitet im neuen Teil, ne? Aber trotzdem war es hier irgendwie schon echt cool. Ja, und dann fliegt ja halt alles in die Luft, ne? Was Minen halt so machen. Ja, ich denke eher, die besiegen das Monster dadurch, ja, weißt du? Ja, ja, klar, ich denke auch. So ist die Geschichte. Macht zumindest ein bisschen mehr Sinn, ja. Aber das, die sind überall so kleine Wege, das ist so krass. Und dann geht's hier halt wieder hoch zur Station, ne? Müsste mal von oben anschauen, wie wenig Platz das Ding eigentlich wegnimmt. Aber wir haben auch den ganzen Ausgang so auch noch gar nicht gesehen, das ist ja... Richtig, jetzt gehen wir durch den Ausgang. Erstmal durch den Ausgang. Erstmal durch den Ausgang, richtig. Oh, gibt nicht viel. Oh, passt doch. Von Ringberg Mining Inc. Ich finde das schön, dass das hier mit diesen Steinen da gemacht ist. Das ist cool. Aber was haben wir denn hier unten? Haben wir hier noch irgendwas? Easter Egg. Irgendwas vielleicht noch versteckt? Ja, ich glaube, ganz so viele versteckte Sachen wird es hier nicht geben. Das ist ja in einer Woche alles gebaut. Da ist wahrscheinlich wenig Zeit für sowas noch gewesen. Ja, das stimmt. Hier ist ein Schacht. Okay. Da war nichts drin. Hier ist dann nichts mehr, tatsächlich. Muss ja nicht. Aber jetzt können wir auch mal hier so ein bisschen gucken. Reine Fassade. Und uns das Ding mal von hinten anschauen. Okay. Das ist tatsächlich alles hier so in diesem, so in der Luft gebaut quasi. Ja. Das ist krass, ne? Wie die Techniken so sind von dem einen oder anderen, ne? Mhm. Ne, da hat er eine eigene Bautechnik. Genau. Wenn du hier lang gehst, siehst du nichts von, ne? Das ist echt gut gemacht. Nee. Merkst du überhaupt nichts von, ja. Nee. Und da sind auch die Monster. Das ist cool, ey. Siehst du wirklich nichts von, das ist so cool gemacht. Mit Orientierung sowas. Ja, hier. Ja, das geht hier sehr schnell. Ja, das stimmt. Ja, und das war auch tatsächlich schon der Dark Ride, ne? Mehr gibt's hier gar nicht. Ja, das Haus haben wir hier drin vielleicht. Echt cool, Dark Ride. Ist alles Fassade hier, ne? Ne, ist alles nur Fassade, ja. Ist alles Fassade. Ja, ja gut, eine Woche musste der ja Gas geben, ne? Ja, ich meine, das ist ja auch alles Teil von seinem eigenen Park, ne? Und genau. Das ist wahrscheinlich alles ein bisschen besser abgeschlossen dann. Ja, ich denke auch. Den kriegen wir ja dann auch noch gezeigt. Oder? Stimmt, ja. Wir bekommen den auch noch als Parkbewerbung, so. Ja. Auf und hier steht's nochmal. Ja. Gut, ja, cool. Ja, gibt nicht viel zu sagen, außer dass halt der Dark Ride wieder ein wunderschöner Dark Ride geworden ist, auch wenn er jetzt nur so halb fertig ist, sag ich mal. Ja, aber das war ja jetzt nicht so schlimm. Das Nötigste ist doch gemacht, also es ist ein Dark World. Das ist ein Dark World. Nö, ist gut.
effizient gebaut. So gehört es sich für ein Dark Ride irgendwie auch, ne? Ich meine, von der Fahrt selber aus war ja alles da. Ist ja nur, wenn man von außen drauf schaut. Und das ist ja nicht jetzt der Plan. Nee. Genau. Ist alles gemacht. Ist ein Dark Ride. Ja, ist tipptopp. Nee, echt super. Ja, der war super, ja. Ja. Gut, dann kommen wir auch schon zum Schluss. Und das war jetzt tatsächlich der letzte Dark Ride von der Dark Ride Challenge. Es ist schade, ich könnte mir jetzt nochmal 4-5 Stück angucken. Ja, die waren alle so gut. Hätten wir ja theoretisch gehabt. Theoretisch schon. Aber wir haben ja schon so ein bisschen damit gerechnet, dass nicht alle abgeben werden. Ja. Und 50% haben abgegeben. Ist ja trotzdem schon mal eine Hausnummer. Guter Schnitt. Sehr guter Schnitt, ja. Und vielleicht erweckt das ja den einen oder anderen ein bisschen Motivation, bei der nächsten Challenge von uns mitzumachen. Wenn diese Videos geschaut werden. Und es ist ja immer noch ein Contest, ne? Jeder versucht, das Beste daraus zu machen, ne? Und es war wirklich alles sehr gut jetzt. Also, und alle 5, die abgegeben haben, haben ihre Klasse bewiesen und haben echt unterschiedliche Dark Rides hier präsentiert. Unterschiedlicher geht's schon gar nicht mehr. Und alle top. Alle top, auf jeden Fall. Ja. Bin beeindruckt von allen. Genau. Und der Gewinner bekommt ja von uns den Pokal und das werden wir dann. Machen wir ein extra Video oder was? Wir machen ein extra Video dazu natürlich. Okay. Ja. Und werden uns dann auf jeden Fall jetzt nochmal zusammensetzen, nochmal alle Parks oder Dark Rides mal durchgehen und mal verinnerlichen und. Das wird dann, nicht einfach, ey. Auf keinen Fall wird das einfach. Das wird nicht einfach, ey. Ich habe schon Angst. Eigentlich, also es haben auf jeden Fall alle gewonnen. Das steht mal fest. Es haben alle auf jeden Fall verdient, ja. Es hat jeder verdient, das soll schon mal gesagt sein. Und es ist schwierig, da irgendwie jetzt was zu sagen. Weil es waren alle Weltklasse, wirklich. Waren alle top, ja. Ja. Man kann da keinen eigentlich rauspicken, das geht einfach nicht. Aber wir werden es zusammen entscheiden und dann wird sich herausfinden, wer da bei uns der Gewinner ist von dieser Dark Ride Challenge. Richtig. Und wenn du derjenige bist, der es nicht verpassen möchte, dann abonniere doch diesen Kanal, ist komplett kostenlos und gib diesem Video auch einen Daumen nach oben. Und wenn du wissen willst, wie das Interview war, vor einer Stunde habe ich den hochgeladen, da kannst du dich auch reinklicken und nicht vergessen, auch bei uns in dem Discord mal reinzuschauen und dort die anderen Dark Rides oder anderen Parks, die wir als Bewerbung bekommen, dir auch mal anschauen kannst. Ja, ich glaube, du findest noch einiges bei uns. Ja, ja, genau. Und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Willkommen auf 7 Sands mit Mitaro, Rick und Blutfeier. Achterbahn, Träume und Gaming Feuer. Immer wieder neue Spiele. Gemeinsam bauen wir Welt. Hoch hinauf in Pläne, Kunst als Magie. Drum abonniert und seid dabei für mehr von dieser Ort.